Also es war ja so, dass beim Schreiben immer wieder was dazu kam. Also ich saß ja abends oft in meinem Zimmer und habe an meinem Laptop geschrieben. Nebenher lief immer das Fernsehen. Plötzlich kam im Fernsehen in den Nachrichten, Horst Jädecke ist gestorben. Horst Jädecke war der langjährige Fernsehdirektor hier beim SDR, bei dem ich eben mit groß geworden bin, ist gestorben. Und dann dachte ich, ach, liebe Zeit, ja, über den habe ich auch was drin, das muss ich dann noch ausführlicher machen. Und dann habe ich seine Frau angerufen, der lebte in Italien, in Chiavari. Und dann sagte sie, hat eine Todesanzeige hier geschaltet und da stand drin, in wenigen Jahren wird mein Mann zu einem wunderschönen Diamanten werden. Und dann sage ich, was bedeutet das? Dann habe ich sie angerufen und dann sagt sie, ja, es ist so, und der Horst Jädecke war eine sehr tolle Figur, ein wunderbarer, der viel verstanden hat vom Fernsehen und auch komische Geschichten und so weiter zugelassen hat. Dann sagt sie, mein Mann wird verbrannt in Genua und die Asche kommt in die Schweiz und in der Schweiz gibt es eine Stelle, die aus der Asche von Toten Diamanten macht, werden lässt. Die Asche wird dann gelagert und da wächst irgendetwas und nach 1 bis 2 Jahren wird es ein kleiner Diamant und wenn man das länger liegen lässt und teurer bezahlt, dann wird da ein Diamant aus der Asche. Das fand ich eine wunderschöne Geschichte, weil Diamonds are forever. Horst Jädecke als Diamant, das hat mir wirklich Eindruck gemacht. Mhm.